Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe schon mega lange nicht mehr gevloggt, seit dem Mallorca-Urlaub. Und jetzt bin ich wieder hier am Flughafen. Diesmal aber alleine, ohne Family. Denn ich werde jetzt beruflich nach Las Vegas reisen. Das ist so crazy. Ich habe jetzt gerade, also bis zu meinem Gate, aber ich habe jetzt gerade Dollar gewechselt. So crazy. Ich habe schon keine Ahnung, wie viele Jahre ich keine Dollar mehr gesehen habe oder geschweige denn in der Hand. Ich fliege jetzt mit zwei Sideline-Kolleginnen von Jogan. Das ist auf jeden Fall viel los. Ich zeig's euch mal. Yes, crazy. Ich muss mich kurz erkundigen, wo meine Ladies sind. Ja, auf jeden Fall werde ich euch so ein bisschen mitnehmen in Las Vegas. Ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Ich war ja noch nie in Amerika. Oh, ich stehe falsch. Ich habe mich jetzt einfach zu Dublin dazu gestellt. Yes, das ist mein Gate. Das ist jetzt der Flug. Mal zuerst nach Washington. Dort sind wir dann 3 Stunden und von da geht es dann weiter nach Las Vegas. Ich werde aber jetzt gleich mal mein Geld wegräumen und meine Ladies suchen. Also, bis gleich. It's getting real. Ich habe meine Girls gefunden. Sie haben auf mich gewartet, ich habe auf sie gewartet. They are here. Jetzt müssen wir schon Englisch reden. Ups. Ja, nein, wir haben nicht auf uns gewartet. Was? Ihr habt nie auf mich gewartet? Doch, wir auf dich, aber du nicht auf mich. Doch, ich habe dort geschaut, wo ihr seid. Ich verloren. Man sagt dazu, ich habe euch gesucht. Also, ja, aber ich bin dann kurz stehen geblieben. Aber ich schreibe mal, wo ihr seid. Bis Gott. 37D. Der Gang ist schön. Das ist der Gang. Wow. Einfach in der Mitte, Leute. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall bei 14 und wir sitzen irgendwo bei 37. Wir fliegen jetzt 9,5 Stunden nach Washington. Ich bin gespannt. Wir haben hier auch ein Screen. Und wir haben auch, schaut mal, diesen Polster bekommen. Decke und Kopfhörer. So Einweg-Kopfhörer. Schauen wir mal. Aufstrich und wir haben uns auch Tomatensaft gegönnt und einen Tee. Jetzt geht's runter. Wir sind schon im sechsten Flug und wir freuen uns schon sehr drauf. Es ist jetzt wieder hell im Flugzeug, weil natürlich durch diese Sinkflug müssen alle ja ihre Fenster öffnen. Von mir aus jetzt auch die ganze Fahrt so bleiben können. Aber man kann schon ein bisschen raussehen. Ich kann euch leider nichts zeigen, weil ich sehe am Fenster. Wir sitzen ja hier in diesem mittleren Reihen. Ich zeige euch das hier mal. Könnt ihr sehen, sind wir jetzt schon da von Wien nach OMG Toronto, New York und quasi auf dem Weg nach Washington. Da kann man sehen, Las Vegas, da müssen wir dann von Washington noch daher. Nochmal 5 Stunden, oder? Ja, 5 Stunden. Ja, crazy. Einfach mal in Amerika. Leute, jetzt kommt es mir erst. Ich habe ja noch gar nicht gevloggt, seitdem ich in Washington gelandet bin. So crazy, ich sag's euch. Wir sind jetzt schon mehrere Stunden hier, als wir gelandet sind. Was? Also ganz hell, obviously, es war so 15 Uhr oder 14 Uhr. Jetzt warten wir hier aufs Boarding, das passiert glaube ich in 20 Minuten. Ja, und dann fliegen wir nochmal 5 Stunden nach Las Vegas. Wir sitzen hier, das sind die Mädels. Ich habe mich hier dazu diesen Stecker dazu gesetzt, weil ich habe mir so ein Netzteil für Amerika gekauft. Ich sage mal so, ich kann es noch nicht so ganz realisieren, dass ich jetzt in Amerika bin. Außer diese ganzen Kontrollen am Anfang, da hat man sich schon so, ja, in Amerika gefühlt. Aber dann nicht mehr so, ne? Keine Ahnung. Ich bin trotzdem mega, mega aufgeregt und
Ja, bin schon ein bisschen müde jetzt aktuell. Bei mir jetzt quasi 17 Uhr, aber in Österreich ist jetzt 23 Uhr. Das wäre schon so die Zeit, wo ich mich dann so langsam bettfertig mache. 23 Uhr. Bin jetzt schon langsam ein bisschen müde. Gut, mein Lieben. Wir sehen uns dann im Flieger. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen, wie so in einer United-Maschine ausschaut. Weil wir fliegen jetzt United. Also, see you later. Wir sind schon im Flugzeug. Julie putzt ihr Handy. Sie hat gesagt, oh, nicht jetzt auch noch filmen. Wir schauen scheiße aus. Wir sind schon 10 Stunden hier on the way. Aber es wird durchgezogen. Sie ist außerdem eh immer wunderschön. Also halt die Klappe, Julie. Zu schön. Ja, was soll das mit dem Post auf Instagram? Ja, Alter, das schaut irgendwo scheiße aus. Das war immer mein Mund, dieser Schatten. Ich schaue so blöd. Du schaust super aus. Ja, voll. Bye bye, Washington. Las Vegas, einfach den kleinsten Flughafen der Welt oder so. Und mit so Automaten auch gleich. So crazy, man stellt sich Las Vegas irgendwie voll groß vor. Irgendwie ist es voll klein, weil man sieht da gleich vom Flughafen diesen Strip, diese besonderen Hotels. Super crazy. Jetzt warten wir, dass wir wieder zusammen sind. Hier ist die Julie, die Dani ist da, ist sie ja. Eine ganz spannende Sache ist, sind hier wirklich die Toiletten. Ich meine, schaut euch mal an. Wie üblich diese Wände sind und abgesehen davon und noch mega große Abstände, also Abstände, jeder kann reinschauen und auch bei der Tür kann jeder reinschauen. Eigentlich, was du da machst, das ist so richtig. Und kennt ihr diese amerikanischen Filme, wo Jugendliche von den Highschools mit dem Kopf in die Toilette reingedunkt werden? Ich sag euch mal, da ist so viel Wasser drin. Ne? What's happening here? Einfach so viel Wasser, ist logisch, dass man die Leute da eintauchen kann. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Erlebnis. Hier ist alles ein Erlebnis, aber es ist irritierend hier, dass man einfach so Privatsphäre, ciao. Hello my friends, wir sind im Zimmer, wir haben jetzt so die Koffer hergegeben und mal gegessen. Ich zeige euch mal jetzt das Zimmer, weil das gehört ja dazu, gell? Hier kommt man rein, hier haben wir unsere Koffer abgestellt, aber wir sind jetzt zu zweit im Zimmer. Hier ist ein Schrank, Julie räumt schon auf. Also, wir haben hier so eine kleine Küche, Geschirrspüler, Kühlschrank, der war drin. Oh, falsche Seite. Der ist leer. Kaffee haben wir da. Dann haben wir hier unser Badezimmer. Hoi. Toilette, Badewanne. Man kann über zwei Seiten rein, finde ich auch cool. Dann ist hier das Schlafzimmer. Da schlafe ich mit der Julie. Fernseher. Bitte schaut euch mal diese View an. Seht ihr da diesen Ball? Das Sphere. OMG. Hier sehen wir auf irgendein Hotel. PH, I don't know. Dann ist das Caesar's Palace. Dahinter dem kleinen Eiffelturm. Da ist irgendein Trump-Gebäude. Man kann zwar nirgends mehr essen gehen, aber alles ist beleuchtet. Wir waren mit Ach und Krach haben wir noch was zum Essen bekommen. Ja, und hier haben wir so einen Wohnzimmerbereich. Wir sind ja schon viele Stunden jetzt unterwegs. Wir haben jetzt hier 11.15 Uhr in der, also am Abend, in der Nacht. Aber in Österreich ist es so 9 Uhr. Irgendwie komisch. Jetzt fühlt sich der Körper einfach so schon etwas wasted an. Also werden wir jetzt Schluss machen. Bis morgen.